Der Abgeordnete Hese hat das Wort zu einer kurzen Intervention. Ich versuche mal. So, jetzt. Okay. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Ich kenne diese informelle Vereinbarung. Allerdings erschien mir der Redner so rhetorisch gut drauf und sicher, dass ich dann mich doch entschlossen hatte, diese Zwischenfrage zu stellen. Sie haben vorhin angegeben, dass 50% sozusagen aus erneuerbaren Energien kommen. Ich würde Ihnen empfehlen, ab und zu mal das Agorameter aufzurufen und dann sage ich Ihnen mal, was hier steht. Um 11.30 Uhr gibt es, also es wird immer angezeigt, wie viel Strom wird gerade produziert, aus welchen Energiequellen. Und da steht für 11.30 Uhr insgesamt, also Strom aus Wind und Sonne, ich schätze mal circa, kann man nicht genau erkennen, 18 Gigawatt. Und verbraucht wurde zu diesem Zeitpunkt 73 Gigawatt. 18 Gigawatt haben Ihre hochgeliebten regenerativen Energien produziert und 73 haben wir gebraucht. Wo soll das herkommen, wenn Sie die Kernkraftwerke abschalten, wenn Sie die Kohlekraftwerke abschalten, wenn Sie keine Gaskraftwerke bauen, weil Sie Nord Stream 2 verhindern? Einfach nur mal Fakten. Ich möchte es gern von Ihnen wissen, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie diese Antwort nicht parat haben. Kollege Wenzel.